die haben das Memo wohl noch nicht gekriegt, dass wir keine Feinde sind. Oh, ich bin mal gespannt, wann mein... Ach, der kommt von da oben? Auch gut. Da kommt unser Geologe. Dann kriegen wir endlich wieder Stein, um die Burg ausbauen zu können. Um noch ein paar mehr Soldaten anheuern zu können. Sofort. Sofort. Um vielleicht Hakim noch zu einem Titel zu verhelfen. Also ja, Eisen haben wir, Stein haben wir auch. Die wird sogar wieder auch noch ausgebaut. Das Lagerhaus ist voll. Ja, aus dem Lagerhaus Zeug verkaufen. Ein Karren wurde ausgesandt. Von dem wir gerade nicht so viel brauchen. Ein Karren wurde ausgesandt. Ein Karren wurde ausgesandt. So. Hakims Fähigkeit ist schon wieder aufgeladen. Das heißt, wir können demnächst wieder Soldaten beginnen. Vielen Dank. Jetzt können wir eine Mauer bauen und Schutz hinter ihr suchen. Wenn es uns gelingt, sie rechtzeitig zu errichten, werden es unsere Feinde schwer haben, uns anzugreifen. Unser Geologe hat ein neues Rohstoffvorkommen entdeckt. Nee, ich brauche keinen Stein von denen kaufen. Ich krieg Stein hier genug. Das Gute ist, es gibt keine direkten Feinde, also muss ich mir keine Sorgen um meine Stadt machen. Alles kommt dann von Norden her. Auch der Leck. Naja, wenn das Spiel anfängt zu laggen, wird's unschön. Okay, wir machen genug, produzieren genug Weizen für noch eine Bäckerei. Das finde ich auch gut. Auf euren Befehl. Wie ihr wünscht. Schon unterwegs. Hinauf und hinüber. Stürmt die Mauern. Ei.
So, noch eine Steinlieferung, da können wir die Burg ausbauen. Da kriegen wir sogar Geld. Ah, von unserem Verbündete schicken Geld. So in kleinen Mengen. So, der nimmt hoffentlich den direkten Weg. Ach, ich kann hier ja nicht hochbauen, schade. Mal gucken. Ach, einer fehlt noch. Wir waren erfolgreich. Mhm. Ich werde mich dieses Titels und eures Vertrauens als würdig erweisen. Schon unterwegs. Ihr habt uns geholfen, die Garden davon abzuhalten, in Bas Rima zu wüten. Wir schulden euch Dank. Mhm. Fremder Ritter, ich komme soeben von Hiduns Grenze und habe mit eigenen Augen gesehen, wie ihr diesen schwachen Siedlern geholfen habt. Ihr habt meinen Respekt. Ich werde mich eurem Kampf anschließen. Lasst uns nun das Lager dieses Gesindels angreifen und dieses Pack niederringen. Möge mein Schwert euer Leben schützen und eure Klinge das meinige. Danach möchte ich euch bitten, mir euer Gehör für ein nicht minder wichtiges Anliegen zu schenken. Da kommt einfach einer aus dem Nichts angeritten. Und ja, wir sollen da drin ein bisschen wüten. Erstmal müssen wir wieder Zeug loswerden, aber das machen wir, indem wir... Das Lagerhaus ist voll. Mal Sachen bauen. Ja. Ausbauen. Wie ihr wünscht. Werden wir halt darauf warten, noch Steine zu kriegen, um das Lagerhaus auszubauen.
Reiche Gebäude genug kriegen für die nächste wird etwas schwierig, deswegen lassen wir das. Wir machen aber unsere Siedlung wenigstens noch ein bisschen schöner. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Ja. Sofort. Sofort. Sie geht alleine in den Stürmt Kampf. Los. Auch gut. Es gibt kein Zurück! Wie ihr wünscht. So. Weber vielleicht. Ein Karren wurde ausgesandt. So, werden wir mal wieder unsere Heilkräuter los. Und ach ja, reißen wir einfach mal die Palisade ein. Auf euren Befehl. Okay, es ist die große Frage, wo kriege ich neue Fackeln her? Sofort. Ei. Nicht von hier, könnte man meinen. Verstanden. Sofort. Alles klar. Also eher von hier. Alles klar. So, wieder alle mit Fackeln ausgestattet. Alles klar. Wie ihr wünscht. Es gibt kein Zurück! So, den Brat stecken. Angriff! Wie ihr wünscht. Guten Tag. Es gibt kein Zurück! Stürmt los! Ei! Auf euren Befehl! So, der eine Schaden hat gereicht. Wir haben ein Territorium eingenommen. Alles klar! Hab Dank für eure Hilfe!
Die Präsenz von Söldnern unter dem Banner des Roten Prinzen stimmt mich misstrauisch. Umso mehr, da ihr Herr sie nicht mehr führen kann. Wir sollten ihr Lager durchsuchen. Das Lagerhaus ist voll. Schon unterwegs. Ja, es ist klar, dass das Lagerhaus voll ist.